Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Going Medieval. Wir sind hier, wo auch immer das Tier, achso ja, tags. Können wir ignorieren, ne, der hat es halt überlebt, den letzten Versuch bei den Eisenbrüdern. Und die sind alle auch ziemlich traurig, deswegen. Wir schauen mal schnell, was macht Jeffrey hier. Langsam laufen, genau. Da hatten wir ja ein bisschen Fasan und sowas am Ende der letzten Folge. Ja. Eigentlich wollte ich sagen, warte mal, abgehen. Wir sind hier da, wo auf dem Marktplatz dann eine Feuerstelle, so ein kleines bisschen, eine Ecke, wo die sich auch zusammensetzen können. Und Feuer vielleicht auch mal einen Trink genießen können. Wir haben aber nicht genug von dem da. Um genau zu sein, fehlen 20 Kalksteinziegel. Die müssen natürlich dann auch mal was. Ah, nicht, wo passiert. Hergestellt werden erst. Das schauen wir aber später. Hergestellterweise haben wir. Nö, das passt sogar richtige Höhe. Wir haben ein bisschen viel Silber. Bisschen viel Eisen. Inzwischen etwas Stahl, ja. Ne? Also ist meine Meinung ist ein bisschen voll. Also wir brauchen wir nie und nimmer. Aber wir brauchen halt Kalkstein und Lehmziegel. Dementsprechend sollten wir da vielleicht auch mal uns drum kümmern. Mal sie führt ein Tier am Strick. Welches Tier führst du denn? Aktuell dich selbst. Sie holt doch nicht etwa Tax da raus. Wenn ihr das macht, ist natürlich ganz, ganz super. Schön, schön, schön. Ihr auf der Jagd, ihr kriegt das ja hin. Genau, wir schauen ganz einfach mal, warte mal, wir haben hier 9 Felder, hier 10 Felder, aber dann würde ich es nur bei 42%, also gehen wir mal dahin und jo, auch mitteln die mal etwas. Glaube ich, Winnerig 21%, Schwachsinn, Fertigkeit 21 in Redekunst, so rum macht es mehr Sinn, das sollte man dann mal nutzen. Na, und was nehmen wir denn mal? Eine Kuh. Ein Esel. Haben wir jetzt nur drum, damit dass wir doch schon einiges transportieren können. Kuh. Esel. Die 3 Fasane könnt ihr mitnehmen, das ist nicht das Problem. Wir haben noch. Mal, ehe ich da jetzt was reinpacke, brauchen die erstmal Nahrung. Ist ein bisschen viel, ist aber nicht schlimm. Na, wir können ja mal 1000. Stop. Ich habe vorher über Eisen und Silber geredet, ne? Das ist nicht viel, was wir da mitnehmen können. Ne? Genau, gerade mal 1067 Eisenbarren. Das ist nix. Na gut, wir schicken die jetzt los. Das ist immerhin ein Anfang. Winnerig, wo bist du? Ich suche den gerade hier. Sieht schon übel knuffig aus, der Junge, ne? So, dann packt mal zusammen. Das sind ja auch überhaupt nicht viele Tiere.
Gut, ist immer nur noch tags, ne? Schon geht's los, gut. Na, geht eigentlich darum, dass wir wirklich mal das scrollen so ewig. Jede Menge Platz, was heißt jede Menge? Ich glaube, das wird nicht das einzige Mal sein. Wir werden auch viel Silber mitverkaufen müssen. Aber wir können ja auch, weil das gibt es ja öfter mal, bei der nächsten Karawane, die uns besucht, die in Silberwaren bezahlen. Ich weiß, das sind Rohstoffe. Manch einer würde sagen, dass das hier, also nicht sondern würde sagen, das sind aber hochwertige Gegenstände. Warum verkaufst du die? Weil wir zu viel haben. Ganz einfach. Zu viel, und das stört mich so langsam. Wer darf denn Pflanzen schneiden? Dum, 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 dum. Ja, dort Jeffrey. Achso, der betet gerade. Margarete. Margarete, du schneidest jetzt mal diesen hier. Diesen da. Dann hier. Du musst einfach nur mal deinen Job richtig machen. Renn nicht so weit weg. Wer sonst da ein? Nö, ne? Gut, weil dann können die nämlich jetzt auch komplett wieder weiterbauen. Und das wäre natürlich vorteilhaft. Bis auf das jetzt der Baum, ja. Margarete. Ganz später gärtnern. Sie. Da ist sie gut. Damit ist auch der Baum weg. Und ja, die können jetzt hier so nach und nach dann endlich mal bauen. Wenn wir dann die Rohstoffe alle haben. Fehlt hier. Ich denke eher, Gebäude nicht erreichbar ist das Problem. Aber so langsam wird das was. Wenn die dann soweit sind, können wir dann auch schon, ich sag mal so ein bisschen, ja, so mit Fenstern und so arbeiten. Nebenbei wohnen, was? Länger Freund. Was hast du schon wieder gequatscht? Wünschte, David hätte niemals so ein hässliches Kunstwerk. Mit Kunstwerken haben die es schon ein bisschen, ne? So, und Elisabeth plauderte besonders gern über, wer intelligenter war. Keiner von euch. Ne, halt, wir waren nach hier drüben. Genau. Das heißt, wir haben die Bäume weggemacht. Und die können jetzt hier doch langsam mal weiterbauen. Was mich wundert, dass die hier noch nicht. Was mich wundert, ne? Bin ganz intelligent. Warum wundere ich mich wohl, dass die hier nicht weitermachen? Also nicht eventuell, weil da Treppen fehlen. So, wer leidet denn unter Kälte? Ui, oh. Nee, das ist ganz schlecht, was ich hier mache. Aus dem Grund, da ist ja kein Platz darunter, ne? Mal. Wer baut denn so kleine Hütten? Zack.
Ohne Treppe nach oben funktioniert das halt nicht. Aber ja gut, dann eben nicht so. So von den Rohstoffen her. Leben haben wir noch genug. Nur Kalksteinziegel und Lehmziegel dann doch wieder. Also haben die jetzt wieder hergestellt. Das ist schon mal vorteilhaft. Das Problem in meinen Augen ist aber, wir haben schon wieder fast, was heißt fast, 14.500 Eisenklumpen. Fast 9.000 Silber. Das muss alles verarbeitet werden. Und das Problem dabei ist, wir haben hier noch viel Bergbau. Wir müssen da noch viel, viel abtragen. Na komm, das auch. Na, das muss alles noch weg. So. Und ich sehe gerade, hier ist dann erst ohne Ende Eisen, was hier auch noch weg muss. Und ja, ich glaube, unsere Bergarbeiter werden sehr, sehr viel Spaß damit haben. Einfach aus dem, ja, es ist halt eine ganze Menge. Und ja, wenn ich unsere Lager so sehe, dann ist das nicht mehr so viel. Das heißt, es muss hier schon weiter gearbeitet werden. Das Problem ist, wir haben auch nicht viel Holz. Ich dachte, unsere Rohstoffe reichen. Eher so die Vermutung, dass jemand, der ja eigentlicherweise Pflanzen schneiden sollte, wie beispielsweise Margarete, nee, die soll anbauen. Theobald. Winnerik ist gerade egal. Wir lassen mal Willem das Ganze schneiden. Na, damit erstmal alles, was markiert ist, weg ist. Und dann kommt ja irgendwann mal nach dem Winter. Wahrscheinlich, warte. Müssen wir hier gucken. Nee, du nicht. Du. Na, die sind ja schon bei 84% ausgewachsen. Das heißt, die müssten bald mal geschnitten, also geerntet werden. So. Wäre ja auch. Hallo? Er ist auf der Hälfte. Gib mal ein bisschen Gas. Nicht wundern, mich gibt es noch, ne? Ich habe es bloß überlegt, weil zweifache Spielgeschwindigkeit, dreifache, ändert sich nicht so viel, ne? Hast du hier mechanische Komponenten? Ja, gut. Das Eisen muss ja verbraucht werden. Ich möchte aber eigentlich noch was anderes. Nee. Dann soll es hier machen.
möchte 10 Spiegel. Einfach damit wir dann, wenn wir die Gebäude irgendwann mal fertig haben sollten, die hier. Gucken wir mal. Damit wir dann auch die Zimmer einigermaßen schön einrichten können. So, gucke. Treppe rein. Treppe rein. Was? Nicht länger als Freund was, bla bla. Nicht länger als Freund, der Grund war Effekt. Art negative, aha. Das ist auf Deutsch gesagt, dass David hat ein hässliches Kunstwerk erschaffen. So ein Gejammer. Gucke. Pelzstoffe, Neuigkeiten, ach, macht doch. Das ist sogar eine Karawane. Moment. Oh Mann. Jetzt funktioniert die Stimme wieder. Hey, Entschuldigung. Wenn die dann mal irgendwann mal anwesend sein können würden, was ja wirklich toll wäre, könnten wir noch schnell was verkaufen. Ich meine, schlimm wäre, wenn die jetzt hier sich an den Marktstand stellen würden. Was aber, glaube ich, theoretisch sogar wahrscheinlich ist, weil die, glaube ich, immer zum letzten Marktstand rennen. Und das ist der letzte, den wir bewegt haben. Was habt ihr jetzt für ein Problem? Ich hoffierte sich über Piers Gaveson. Zuhörte, war erschien beunruhigt. Ja. Und einmal habt ihr alle miteinander ein Problem. Ah, komisch. Da steht er so. Wir brauchen den Siedler in der Nähe. Eine Ware, guck mal. Da ist Redwald. Mit dem redest du jetzt mal. Er ist auch gleich da. Ach so. Nee, halt. Ich wollte gerade sagen, oh, wir können einen Bär kaufen, aber nein. Wenn man Shift drücken möchte und dann, naja, Caps Lock drückt. So, was haben wir noch Schönes? Andersrum, was möchte er uns verkaufen? Wir können sogar Erde verkaufen. So ein Unsinn. Ja, Fasan behalten wir mal. Fischgerücht. Ja, Forelle. Ja, ach komm, nehmen die mal mit. Ach so, Eisenbahn, ja, genau. Den Kram wollte ich den hier verkaufen. Noch ein bisschen Silber. Der hat wieder nur Kräuter. Kräuter haben wir grundsätzlich selbst. Ich will Kräutersamen. So. Mal nochmal. Das war Kalkstein. Ne, Leb. KL. Ne? Alphabet und so ein Spaß. Kalksteinziegel hier. Den Kram kaufen wir auch gleich mit. Silberbarren.
denke, dann macht er einen guten Kauf, ne? Oder ein gutes Geschäft. So, tschüss. Ja, ist ja jetzt nicht gerade wenig, was wir ihm gegeben haben. Viel wichtiger ist mir aber... So, eigentlicherweise ist die Folge schon durch. Ich möchte aber das noch schnell machen. Na, also den Handel da. Und nebenbei können wir schon mal in den Keller gucken. Ob wir da jetzt... Ja, es wird ein bisschen Platz. Der Vorteil ist natürlich jetzt ein Kalkstein... Und auch Lehmziegel. Mit einmal war hier schnell mal 157 auf 62. Dann wird schon immer wieder bei 157. Das ist da ganz vorteilhaft, ne? Da haben wir wieder ein bisschen was, wo die bauen können. So, wie lange brauchst du noch? Das ist das erste Haus am Markt, ne? Genau. Die Karawane ist übrigens am Ziel. Ich finde das schon schön, halt mal langsam. Wie das jetzt inzwischen langsam doch vom Dorf Richtung Stadt geht, zumindest auf dieser Straße. So, wir wollen von euch, ja, das da alles. Und wir müssen hoch scrollen. Ne, die sind meine. Die könnt ihr haben. Dann das ganze Gedöns. Und was wollen wir denn kaufen? Komm, die Aalmahlzeiten nehmen wir mit. Essig, Flachsamen. Und wir kaufen jetzt Goldbarren. Brauchen wir überhaupt nicht. Ja, die Kalksteinziegel nehme ich jetzt ganz einfach mal mit. Auch die Lehmziegel, weil wir brauchen es derzeit. Und so müssen wir es nicht herstellen. So, Rübensamen, nein. Sind da noch irgendwas? Wow, 21 Kräuter, die ich nicht brauche. Ja, ich nehme jetzt die ganze Fische mal im Großteil mit. Weil das ist alles zu essen. Das ist, ich wollte gucken, ob die einen Bär haben, aber nein, haben die nicht. Gut. Aber wir haben ein bisschen Eisen weghandeln können. Und er läuft jetzt nach Hause. 19 Ausrichtung. Das heißt, wir sind bei 61. Schön, schön. Ist gut. Dann haben wir jetzt, ja, doch mehr Eisen, ja, weggehandelt, als ich gedacht habe. Ist aber nicht schlimm. Wir müssen noch eine ganze Menge loswerden. Weil jetzt siehst du ja hier, was alles rot ist. An Gestein, das ist alles Eisen. Na, und wir buddeln hier noch ohne Ende aus. Ja. Aber da müssen wir mal schauen. Für heute aber sind wir dann definitiv durch. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao, ciao.